Herr Magister Rist, Sie sind Gebietsrepräsentant bei Rachowina. Was gibt es Neues bei Ihnen? Wir haben heuer zum ersten Mal ein Photovoltaik-Element ausgestellt, das kombinierbar ist mit einer Fixverglasung. Der Vorteil hier liegt daran, dass es mit der Photovoltaikanlage im Haus zu kombinieren und ist semitransparent. Das heißt, das ist kein flächendeckendes, undurchsichtiges Panel und ergibt ein gutes Gefühl beim Wohnen. Ist kombinierbar mit niedrigster Energieverglasung, das heißt Energie gewinnen auf der einen Seite und Energie sparen auf der anderen Seite. Eine weitere Neuigkeit des heurigen Jahres ist die Vierfachverglasung. Vierfach-Dünnschichtverglasung, 4 mm, 2 mm, 2 mm, 4 mm. Bringt einen unglaublichen Energiedämmwert von 0,3 Watt pro Quadratmeter Kelvin. Auf das ganze Element, so wie es hier abgebildet ist, komme ich auf unter 0,6 Watt. Nur damit man eine Relation bekommt, passiv haustauglich darf nicht mehr als 0,8 sein. Also hier bin ich weit unter dem Passivhausstandard mit den Dämmwerten dieses Elements. Ein weiteres Highlight der heurigen Messesaison ist eine passivhaustaugliche Hebeschiebetür. Geprüft bis 0,8 Watt pro Quadratmeter Kelvin, die zusätzlich nicht nur sehr gut energiedämmend ist, sondern auch bis Widerstandsklasse 2 ausgestattet werden kann, sprich sie ist extrem einbruchshemmend. Und ebenfalls neu im Programm von Rachowina ist eine im Scheibenpaket eingeschweißte Jalousie, in diesem Fall elektrisch angetrieben, die ein Mittelding ist zwischen Hitzeschutz und Sichtschutz. Es ist kein hundertprozentiger Hitzeschutz, weil sie ist nicht ganz außen angebracht, sondern zwischen der ersten und der zweiten Scheibe. Aber sie ist mehr als ein reiner Sichtschutz oder Verdunkelung, weil sie im Scheibenpaket integriert ist. Ein Vorteil hier ist, das Teil ist mit dem Scheibenpaket verschweißt. Es kann nicht verschmutzen, es kann nicht verstauben und es ist absolut wartungsfrei.